Hallo und herzlich willkommen zu Truck Insider. Was wünscht sich ein Lkw-Fahrer, der im internationalen Fernverkehr unterwegs ist, am meisten? Ein zuverlässiges Auto? Sicher. Reichlich Leistung? Na klar. Clevere Assistenzsysteme? Natürlich. Aber letztlich geht es immer auch um den Lebensraum, sprich die Kabine und ihre Ausstattung. Und hier hat DAF Trucks seit ein paar Monaten mit dem neuen Topmodell XG Plus im wahrsten Sinne des Wortes die Nase vorn. Truck Insider Hans-Jürgen Mülltage hat sich die im Vergleich zum früheren XF deutlich gewachsene Kabine einmal näher angeschaut. Sein erstes Augenmerk galt dabei dem Arbeitsplatz und der bietet jetzt einen deutlich größeren Verstellbereich für die Sitzposition. Ein wirklich geräumiger Arbeitsplatz. Das in etwa wäre meine Sitzposition, aber viele Fahrer hätten es gerne etwas weiter hinten und sitzen dann gerne so und vielleicht etwas tiefer. Kann man auch machen. Ich weiß, viele lieben das. Beim DAF ist das jetzt möglich. Möglich ist beim DAF natürlich auch ein digitales Cockpit, das zwar nicht ganz so futuristisch daherkommt wie in manchem Wettbewerbsmodell, aber dem Truck Insider durchaus gefiel. Auch im DAF XG selbstverständlich ein Top-Cockpit, voll digital hier für die Dinge wie Radio, Bluetooth, Apple CarPlay und so weiter. Sehr harmonisch gestaltet. Das Einzige, was mich persönlich noch stört, ich sage noch, das ist die mechanisch-pneumatische Handbremse. Die kommt weg, zumindest als Option. Es gibt dann auch eine elektronische Lösung, dauert noch ein kleines bisschen. Aber dann ist der Knubbel hier verschwunden. Soweit zu den Standards, bei denen die Lkw-Hersteller mehr oder weniger in einer Liga spielen. In einer ganz anderen Liga als die Fernverkehrsmodelle des europäischen Wettbewerbs spielt dagegen die Kabine des DAF XG Plus, die mit ihren 12,5 Kubikmetern richtig viel Platz bietet. Hier hat das niederländische Unternehmen als erster Lkw-Hersteller davon profitiert, dass der EU-Gesetzgeber die Vorschriften für Maße und Gewichte nach oben angepasst hat. So kann der Feierabend dann beginnen. Wie gesagt, XG Plus. Das XG steht für eine weit nach hinten verlängerte Kabine. Das Bett ist 80 cm breit, ohne Einzüge hinter dem Fahrersitz und hinter dem Beifahrersitz. Hier haben wir die super komfortable elektrische Bettenversion. Wenn ich drauf liege, wird es auch gehen. Kann man sich hoch und runter stellen. Das Ganze funktioniert vorne und hinten. Kennt man von dem etwas besseren Bett zu Hause. Das ist im Wesentlichen XG, breites Bett, viel Tiefe zum Liegen. Und XG Plus steht für die Stehhöhe. Ich bin nicht gerade klein und habe hier jede Menge Luft. Und wo ich hier schon mal stehe, Kästen gibt es bei DAF nicht ab Werk, aber viele Fahrer legen ohnehin ihr Gepäck auf die obere Liege. Hier eine etwas schmalere Version, klappt man dann hoch, macht das Netz davor, ist das Gepäck gesichert. Weitere Ablagen in großer Zahl und großem Volumen hier an der Fahrzeugstirnfront. Ich kenne kein größeres Fahrerhaus. Ganz klar, die Ingenieure haben alle Möglichkeiten bei ihrem neuen Topmodell voll ausgeschöpft. Neben der um 160 mm längeren Front ist das Fahrerhaus des XG Plus auch hinten um ganze 330 mm länger geworden. Zudem bietet die Kabine im Vergleich zum neuen XF 220 mm mehr Stehhöhe, was 1,90 m man Wildtage sehr zu schätzen weiß. Genauso wie das größere Platzangebot in den Schubladen unter der Liege. Staufächer haben wir auch hier, wo wir sie gewohnt sind. Einmal mit Kühlschrank, mit entsprechender Tiefe durch die Verlängerung nach hinten, XG, Flaschenhalter. Man kann den Kühlschrank auch halb aufmachen, kommt man an seine Flaschen ran während der Fahrt. Ein Staufach, wer mag, bekommt dort auch noch einen Kühlschrank geliefert. Ansonsten Trockenfracht. Sehr schön. Letztlich aber geht es wirklich um das Plus an Lebensqualität für das Fahrpersonal im Fernverkehr. Und hier ist Wildhage vom DAF XG Plus mehr als angetan.
Fahrerherz, was willst du mehr, wenn doch nur immer Feierabend wäre? So bequem habe ich eigentlich bisher nicht in einem europäischen LKW gesessen und vermutlich, habe ich noch nicht ausprobiert, habe ich auch noch nie so breit entspannt geschlafen. Das ist gerade, wenn man eine gewisse körperliche Präsenz hat, wirklich nicht zu verachten, was DAF hier für die Fernfahrer auf die Beine gestellt hat. Was es den Chef dann mehr kostet, das muss der Chef verhandeln. Der allerdings muss sich zumindest keine Sorgen machen, dass er das mehr an Platz für seine Fahrer auch mit höheren Betriebskosten bezahlen muss. Der XG Plus ist genau wie seine kleinen Brüder XF und XG rigoros auf Windschlüpfrigkeit getrimmt worden. In den kleineren Varianten soll das einen im Vergleich zum Vorgängermodell um rund 10% niedrigeren Verbrauch bringen. Wie sich das im großen XG Plus darstellt, nehmen wir demnächst auf der Teststrecke unter die Lupe. Wir bleiben dran. Bis dann. Ihr wollt in Sachen LKW und Co. immer auf dem Laufenden bleiben? Dann abonniert unseren Kanal auf Facebook und auf YouTube. Wir freuen uns über Likes und Kommentare.